Die Baustelle der Zukunft, digital und vernetzt. Das Center Construction Robotics ermöglicht Wissenschaft und Wirtschaft, ab sofort unter Realbedingungen an der Baustelle der Zukunft zu forschen. Dafür übergab die RWTH Aachen University eine 10.000 Quadratmeter Fläche. Auf der errichteten Referenzbaustelle, zunächst temporär auf dem Campus West, werden neue Bauprozesse, Maschinen und Softwarelösungen unter realen Bedingungen erprobt. Zahlreiche Förderer aus der Industrie, wie Pont, Liebherr Sparte Turmdrehkrane, Eiffage, Leonhard Weiss und Autodesk, waren vor Ort und unterstützen die Referenzbaustelle, infrastrukturell und finanziell. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert ein erstes Forschungsprojekt mit 3,2 Millionen Euro. Der parlamentarische Staatssekretär Thomas Rachel betonte bei der Flächenübergabe, die Bauwirtschaft sei eine der Schlüsselbranchen in Deutschland. Sie habe die Digitalisierung zu meistern. Auch weitere hochrangige Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik würdigten das wegweisende Projekt. Zentrale Philosophie dahinter ist übrigens das sogenannte Fair-Use-Prinzip. So hob die wissenschaftliche Leiterin des Centers Construction Robotics und der Referenzbaustelle, Professorin Sigrid Brell-Çokcan, hervor, die Baustelle könne als lebendes Reallabor von vielen Einrichtungen genutzt werden. Wir wollen eigentlich die Attraktivität des Bauberufs wieder erhöhen mit unseren internationalen Partnern, aber natürlich auch mit unseren regionalen Partnern hier. Und da ist natürlich dieses BMBF-Projekt, auch in so einem Konsortium zusammenarbeiten zu können, natürlich eine tolle Sache. Die Baustelle der Zukunft wird auf dem RWTH Aachen Campus gemeinsam auf den Weg gebracht.